Die OS1TV-Veranstaltungstipps werden präsentiert durch Toaster. Das Veranstaltungsmagazin für Stadt und Land Osnabrück. Hallo und herzlich willkommen zu den OS1TV-Veranstaltungstipps für Osnabrück und das Osnabrücker Land. Der italienische Künstler Guido de Toni fertigt nur mit geschlossenen Augen. Seine Skulpturen nicht größer als eine Handfläche, seine Madonna schließlich eine zum Anfassen. Am vergangenen Mittwoch feierte die katholische Gemeinde ihr Hochfest Mariae Empfängnis, eine Messe ganz im Zeichen der Gottesmutter Maria und ihrer unbefleckten Empfängnis. Im Mittelpunkt auch eine kleine, aber kostbare Skulptur, die ihren Weg aus Italien in den Dom gefunden hat. Bischof Franz Josef Bode entdeckte sie in einer Ausstellung in Assisi. Und immer wieder, wenn es schwierige Zeiten gibt, nehme ich diese kleine Marienfigur in die Hand, die man halten kann, wie ein Griff, möchte ich fast sagen, fast wie ein Griff an einem Stock, der die Menschen stützt. So kann man sich an dieser Figur festhalten. Die kleine handliche Mutter Gottes ist eine Skulptur des italienischen Künstlers Guido de Toni. Aus wertvollem blauen Lapislazuli-Stein gefertigt, besticht die kleine Madonna durch ihre unterschiedlichen Ansichten. Je nach Perspektive erkennt man die Madonna als kniend, als Schwangere, in der traditionellen Darstellung als Mutter mit Kind oder gar in eine Friedenstaube verwandelt. Für de Toni ganz wichtig, seine Madonna ist ein religiöses Werkzeug. Das ist wichtig, das ist ein Werkzeug, ein spirituelles Werkzeug, ein Objekt, der man in den Händen halten kann und wenn, um zu beten, um sich in diesem Fall ihr Leben verstellen zu können. De Toni installierte die Madonna in einem Glaszylinder im Dom. In der Kreuzkapelle des Chorumgangs ist das Original ab sofort zu besichtigen. Anfassen darf man allerdings nur Abformungen aus Holz. Die fanden dann aber trotzdem nach der Messe großen Anklang. Außerdem kann man die auch mit nach Hause nehmen. Noch vor Weihnachten will das Forum am Dom die kleinen Madonnen verkaufen. Für 3 Monate bis März 2011 wird de Tonis Maria noch im Dom zu besichtigen sein.